Ich würde ihn gern dort hinsetzen. Ohne zu gucken. Nein, das reicht nicht. Und zwar um viereinhalb Menschen Millimeter. lassen sie hochleben. Um viereinhalb Millimeter. Das ist schon ein bisschen ärgerlich, muss ich echt sagen. Weil ich würde den ungern verändern. Weiter rein will ich ihn auch nicht. Denn da könnten wir, da, ja, da könnten wir hingehen. Das können wir. Bleib einer von den Guten. Ja, Den ja. Rest. Gehen wir nicht auf den Keks. Ja, es ist nur logisch. Wäre meine zweite Wahl gewesen. Ja, versteht sich von selber, ne? Da steht was und da steht was. Da hätte ich es nur genommen, weil er dann näher dran steht und es einfacher ist. Da hätte ich nicht viel verloren. Und hier steht er halt auch in der neutralen Zone. Also warum nicht dorthin stellen? Ja, können jetzt gucken, wie wir das hier vielleicht noch ein bisschen besser Zum Glück organisiert sind kriegen. sie gute Schwimmer. Aber im Grunde genommen ist es eigentlich ups egal, ob wir den jetzt da so ranstellen oder nicht. Mir geht es gerade nur darum, dass ich hier noch ein bisschen Luft habe. Schiff unter Beschuss. Oh. Den wird ja wohl versenkt bekommen. Sei es wieder ein Ablenkungsmanöver. Ich bin nicht sicher, ob dieser. Sie zaubern das. Das ist das. nicht mein Problem. So. Halt, was hattest du drin dran? Du warst wegen Schokolade, okay. Okay, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber zurzeit steht das halt noch, ne? Da kann man nichts machen. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass jetzt hier die Lieferung kommt. Wir könnten jetzt. Ja, das bringt uns aber auch nichts. Wir hoffen einfach mal, dass genug Öl da ist, weil wenn das jetzt geliefert wird, das passt jetzt, ne? Ja, ob ich die nur anschließe hier unten oder die Katze hat ein Gewehr, das macht ja alles keinen Unterschied mehr. Wichtig ist, dass das so passt. Ich könnte ihn einen höher schieben, wenn wir da noch irgendwas hinstellen. Das wäre echt gut. Guck, wenn wir den rausnehmen, können wir die ganze Straße um 1 erhöhen. Einfach so. Ich weiß bloß nicht, was ich da hinstellen möchte. Ja, wenn wir die jetzt hier einfach mal so nebeneinander stellen, passt das ja auch ganz toll. Ist natürlich jetzt nicht super, aber muss mal gucken, steht der da noch drin? Na, es wird schwierig. Es geht darum, dass der Anschluss hier ordentlich sein müsste, könnte, wollte, sollte. Seitlich kriegen wir die nicht hin, ne? Nein, da haben wir um eins weniger. Also an sich sieht es halt erstmal cool aus. Es steht kompakt. Klar, warum nicht? Ist schön kompakt. Was ich da hinstelle, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich irgendein Metzger oder so. Wie sieht es aus mit Schweinchen? Haben wir genug Schweinchen? Ich will nochmal wegen Schweinchen gucken. Nicht, dass wir keine Schweinchen haben. Schweinchen haben wir. Aber Kartoffeln sahen nicht so gut aus. Aber es liegt aber auch nur daran, dass momentan noch nicht, ne? Haben wir hier Kartoffeln? Nein. Das Einzige, was wir haben, ist Hopfen. Das ist toll. Ich habe die normalen. Nee, ich habe die guten Kartoffeln. Ich habe ja die guten Kartoffeln drin. Die mutierten. Ah. Wie war das bei 28 Days Later? Die guten, die bestrahlten. Neue Befehle! Ja, wer den Film nicht kennt, der versteht den Witz nicht. Das ist immer sehr traurig. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Aber dafür kriegen wir einen legendären. Geil. Alles in Luft. Hochstufen, Hochstufen. Dahin stellen, den kopieren, den neu machen. Gott. Hier waren wir noch, ne? Wir waren noch nicht ganz fertig. Was ist denn jetzt schon wieder? Das darf hier nicht passieren. Ich brauche das Öl. Was führt Sie des Weges, Gouverneur? Das Öl führt mir des Weges. Ich brauche das Öl. Wir sind immer noch nicht hier so autonom, wie ich es gerne hätte. Alles klar. Also, der steht da. Jetzt ist die Frage. Kriege ich das mit diesen zwei kleinen Postabteilungen hier irgendwie hin? Also wenn ich den jetzt hier hinsetze, müsste ich ihn eigentlich bis da kriegen. Da wär's sexy, da wär's geil.
könnte der von der Seite kommen. War auch nicht so schön, dass das ist ein Unsinn. Wir stellen uns das Ding hier jetzt einfach irgendwo unten hin und dann sagen wir, das soll so. Muss nur noch ein bisschen Platz schaffen. Jetzt die beiden dort raus. Und stellt die beiden dort rein. Dann haben wir genügend Luft. Und gucken uns erstmal Schritt 1 an. Okay. Schritt 2 ist, die zu erhöhen, die dahin zu stellen und dann so zu machen. Und jetzt haben wir nahezu alle drin, die wir brauchen. Jetzt könnte man sagen, okay, hier ist noch ganz schön viel Luft. Also höchst bedauerlich. Ihr Hafen wird angegriffen. Und das muss natürlich sein. Verschwinde. Ich bin ja noch hier. Gut, jetzt würde ich nur noch irgendwie... Ja, das ist jetzt ein Bonus. Aber ich kann da hinstellen. Zurzeit. Bis jetzt noch. Schauen wir noch irgendwo Post hin. Volltreffer. Na, den müsste ich ins Gemüse stellen, das will ich nicht. Ja, die anderen Sachen würde nicht so gut klappen. So sehr ich mir das wünsche, dass das funktioniert. Nein, würde ich mir da nochmal einen Versuch geben, wenn ich den da einsetze. Hier wäre am geilsten. Hier wäre am geilsten. Dafür müsste ich aber die ganz schön zusammenquetschen. Es geht darum, ich habe jetzt mittig nur diese zwei Straßen. Eine muss ich übrig behalten, damit der Weg frei ist. Weil wenn der Weg nicht da ist, funktioniert der ganze Quark hier nicht mehr. Ja, und wir haben ja Dings ausgewählt, ne? Hier, Arbeitskräfte. Wir sind ja wegen dem Einfluss da. Das ließe sich ändern, wenn wir Investoren draus machen, die wir aber nicht haben wollen, weil der Kollege jetzt hier arbeitet und wir jetzt endlich auf diese 10.000 kommen, dass wir das deutlich schneller hinbekommen. Achtung, deswegen nehmen wir jetzt den, schieben die ein weiter nach da, schieben den ein weiter nach da und dann schiebe ich den von hinten schön eingeführt. Ja, so mag ich's. Ah, so ist doch geil. So sexy. Das sieht ja hier nicht schön aus, aber das sollte. Wichtig ist, dass die Pappenheimer alle im Umkreis sind. Hier hätte ich ja ganz gern, aber das ist ja... Ja, das ist nicht machbar. Wir stellen da noch ein Haus hin. Weil es noch mit drin steht. Kann ich die beiden schon mit hochstufen? Nein, ich schwanke noch zwischen nichts. Ja, jetzt halt mal die Klappe. Jetzt kommt auf jeden Fall, das geht auch noch nicht. Was wird euch los hier? Fantasie. Willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, dass sie Dings zu will? Ja, das macht Sinn, die steht ein bisschen weit weg. Ja, das Problem, daran arbeiten wir noch. Ich würde ihn gern ungefähr mittig hier reinkriegen. Nachdem wir das hier nochmal ordentlich geordert haben. Oh mein Gott, wie ich drei hasse. Anders geht's nicht. So ist aber okay. Kann ich damit leben. Das ist auch erstmal in Ordnung. Wir stellen jetzt erstmal die Uni hier neben irgendwo hin. Da kriegst du die Uni. Dann reiße ich jetzt hier die ganzen Vereinigungen ab. Warte, ich sehe es doch, ich wusste es doch. Schiff unter Beschuss. Einmal nicht mehr sagen. Nein, das geht nicht. Du musst jetzt auch noch mit Sterben kommen. Ja. Ich weiß, dass du hier nicht durchfahren sollst. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, 9 Taschen nur und ich bin reich. Darf ich jetzt hier ganz kurz? Also, wenn wir den da hinstellen, haben wir den frei. Da bleibt immer noch einer übrig. Das können wir nicht ändern. Aber dadurch, dass wir jetzt den hier rübergezogen haben, können wir den auch nochmal wegnehmen. Und dann müsste der theoretisch... Wie viel fehlt noch? Einer. Gut, okay. Hab ich verzählt. Entschuldigung, ich habe gedacht, der hat einen weniger. Nehmen wir den, der ist schöner. Dann passt der da exakt genau rein.
Ja, das, ja, Monstrum und kommt fliegen rein. Ich bin der Meister. Nein, das war Glückssache. Und natürlich die Kunst meiner Quadratbauweise. Weil deswegen rahme ich das immer so ein. Es ist wie Tetris, ich muss das nur rumschieben. Die meisten, die das Spiel verstanden haben, die wissen, wie es funktioniert. Die sagen, ja, war die einzig logische Entscheidung. Und manche anderen gucken jetzt hier wie so ein Kaninchen ins Donnert. Ah, schön, gut. Das hätten wir, das hätten wir, das hätten wir. Wir haben immer noch 48 Einfluss. Es ist immer irgendwie noch. Es wird irgendwie nicht mehr, ne? Ja, obwohl wir hier Götter des Deltas drin haben, der ist der auch mit. Ja, der ist mit drin. Das will ich ihm auch geraten haben. Das Ganze hier war scheiße teuer und soll jetzt hier mehr einbringen, als es verbraucht. Weil wenn das nicht so ist, dann sollten wir hier aufhören. Kriegt das hin. So. Man hätte auch. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. So, die zwei erstmal nochmal schöne Muster bleiben. Es ärgert mich, dass der nicht mit reinpasst. Hätte ich schon ganz gerne. Ich hätte es gerne noch mit ihm gemacht, aber macht er nicht. Wie sieht's aus mit der Post? Ja, will ich auch geraten haben. Ach ja, wir bräuchten noch Dings. Ja, das ist das geringste Problem. Glaube ich. Mal gucken. Warte, das wird gerade gescannt. Wo wir den mit runterstellen. Einfachste Variante ist wirklich, wenn wir die beiden rausnehmen. Wir nehmen den ein bisschen weiter dahin, den ein bisschen weiter dahin. Ich glaube aber dann hat der nicht. Hat er noch? Das sieht so gleich aus. Ich sehe das jetzt gerade nicht. Der so eine Riesenreichweite soll er so? Naja, zu Rolands Philosophie gehört, dass die mal nah beieinander stehen. Das ist Sinn und Zweck der Taktik eigentlich. So lange, bis es passt. Und dann kommt der hier oben einfach nur mit rein. Das sollte reichen für ihn. Da hinten. Das sollte reichen. Wenn nicht, hat er Pech gehabt. Gut, funktioniert. Wäre schön, wenn du auch noch alles kriegst. Ist aber eher ein Bonus. Bier gibt's noch nicht. Haben wir jetzt an alles Meine gedacht. Meine Thesen funktionieren einwandfrei. Ja, das muss ja auch wohl so. Gut, 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 gut. Gucken wir hier nochmal rein. Gut, 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 gut. Ja, Handwerker sind jetzt noch nicht so wichtig, dass wir hier unbedingt noch ein bisschen Wolle für die Jungs zur Verfügung stellen. Alles okay. Steine sind immer noch Mangelware. Wir gehen jetzt verkaufen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Oh Gott, das ist nicht meiner. Du bist endlich da. Jetzt aber mal Avanti hier. Heute schon wieder zu viel Romeo plempert. Ich wollte heute schon mit der Ein Quest anfangen. Geschickter Zug, sich dieses Fachwissen Wahrscheinlich schaffen wir es nicht. Das ist dann halt so. Schiff unter Beschuss. Lass mich raten, da fährt jetzt wieder ein einzelnes Schiff rum und wenn ich jetzt nicht aufpasse, wird das Ding wieder versenkt. Es ist halt so, wie es ist. Zum Horizont! Ah, die Stahlträger brauchen wir nicht unbedingt. Kriege ich noch einen? 40 wäre eine glatte Zahl. Danke. Der Rest ist nicht so wichtig. Baldrin! Nichts haben wir, aber Stahlträger haben wir. Davon haben wir genug. Wir holen das Item ab. Dann können wir bei der Itementwicklung erstmal noch nichts rein tun. Wir gehen jetzt erstmal ins Forschungsgebiet. Ihre Geister werden dir folgen. Ich hätte gern die Sichel. Ich hätte gern die Sichel. Ich hätte gern die Sichel. Das hilft nicht, ne? So ein scheiß Laden hier. Danke. Ja, nur mit Beschimpfungen funktioniert dieses System. Du musst immer beleidigend sein. Sonst funktioniert es nicht. Ihr Hafen wird angegriffen. Immer rummeckern. So, Eisen, ja, Stahlträger nur bedingt. Fenster können wir noch mal ein paar bringen. Ja, komm, dann haben wir von den Sachen schon mal genug da. Und was so schön ist, soll's.
Abdrehen beginnen! Den haben wir fertig. Wir könnten das Item theoretisch schon bringen. Ist aber... Neue Befehle? Ja, komm. Lassen wir die Dinger draußen. Packe ich den mit ein. Und sie mit ein. Wieso habe ich noch zwei dabei? Was? Der arbeitet halt gut. Da kannst du nichts machen, ne? Ball drehen! Zack. Es fehlen die Steine. Immer wieder. Da, 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 da. Ich will auch ein Haus und so. Mehr Druck im Kessel. Mehr habe ich nicht, Freunde. Mehr habe ich nicht. Das muss jetzt auch erstmal reichen. So, jetzt ab in die Arktis. Der Kollege müsste ja jetzt da sein. Alles ausleeren. Meine Quest dauert ja an sich nicht lange. Bereit für neue Befehle! Willst du hier bleiben? Nö, ne? Du fährst auch nach Hause. Ach, was soll's, bleib mal hier. Irgendwie das Gefühl nicht los, wir kommen jetzt bald vorbei. Wir könnten ein Kriegsschiff bauen. Ja, noch zwei neue und dann zack ist der Einfluss schon wieder halb runter. So, den mit rein und den mit rein. Damit sollten wir jetzt mindestens in der Lage sein, das Ding fast vollständig zu nutzen. Gott. Das haut doch jetzt schon mal ordentlich rein. Holz ist genug da, es wird immer noch nicht genügend abgeholt. Haben wir schon genügend Schiffe? Haben wir noch eins? Haben wir noch eins? Ist schon eins fertig? Ja. Halt. Nicht bewegen. Jetzt bewegen. Hier hinkommen. Danke. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich hole nur deine Items raus. Ganz cool. Warte mal. Nee, das war der Langstreckendings. Vergiss es. Frachtverlangsamung. Zack. Ach ja, du warst ja schon dran. Vergiss es. Ihr weitermachen. Wird angegriffen. Aber mal einmal wieder verschwinden sie. Ah. Ja, die Ausstellung. Ah, die Ausstellung ist mir herzlich egal. Die haben wir einfach nur an, damit wir irgendwas kriegen. Manchmal kommt was Gutes bei rum, manchmal nicht. So, das. Sie haben das, die Prüfung das. Mit. Wie läuft's denn jetzt mit dem Getreide und so? Ja. Ich wollte die Dinger jetzt gerade anwerfen. Habe aber keine Maschinen. Mann, ey. Also ich habe gedacht, wenigstens das haben wir vor Ort. Nein. Brauchen wir noch was? Ja, wahrscheinlich Steine. Schiff und der Beschuss. Ich noch mal kaufen. Kleiner Tang, du. Nee, 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 hier wird nicht abgehauen. Du hast nur noch 3 HP. Das kann ich ja gar nicht leiden, immer mit einem HP abhauen. Nächstes Mal hat man auch was für mich. Ja, wieder 16 Schokolade. Ganz große Klasse. Ist hier extra den Tankhof angeschlossen. Alles getan. Frage. Mindestbestand ist 500, das ist ja schon mal gut, aber wir haben kein Holz. Zum Horizont! Sehr schön, du bist schon mal da, du bist jetzt hier. Alles klar, das hätten wir. Wir werden beobachtet. Ja, ja, das läuft gleich. Gleich geht's los. Warten Sie jetzt. Endlich. Du kommst da oben nicht an. Ja, das war vorauszusehen. Das ist auch okay so. Da können wir nichts dran machen. Ja, der nächste Treibstoffhof wird dann hier hinten auf die Ecke kommen. Warum? Weil ich einfach will, dass er von hier dann nachher nach rechts abbiegt. Macht ja auch am meisten Sinn. So, damit haben wir zum ersten Mal Traktorenscheunen im Betrieb. Das ist doch schon mal schön. Zack, zack.
Ich fahre hier nochmal. Kannst ja doch mehr mitnehmen, als ich dachte. Zum Horizont. Zack, zack, zack. Supidupi, da 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 da. Chabaluba, da. Schwere Nummer. Mehr Druck im Kessel. Welch erfreuliche Entwicklung. Sind unterwegs. Du trägst meine Traktoren Kopf über den Wolken. Guck erstmal gleich nach, ob sie nicht schon wieder was gekauft hat. Gib mir einen Keks. Ja, ich habe ein paar Traktoren gebaut. Ganz toll, oder? Ich würde die auch super. Wenn heute nochmal geliefert wird, ja, geht los. Es geht los. Das erhöht nochmal unsere Produktion enorm. Ja, jedes dritte Mal kriege ich nochmal Getreide zusätzlich, plus die 100%, die sowieso schon draufkommen. Das schafft. Und wenn wir jetzt nicht genügend Getreide haben, dann weiß ich auch nicht. Diese Sache gut. Hier, ich benötige Ihre Dienste. Finden Sie, ja, aber wo soll ich den finden? Da ist er, der Tiger. Das genau war zu einfach. Das genau mein Niveau. Gut, wir erhöhen jetzt noch diese beiden. Ihr steht auch noch mit drin, ne? Ja, dann kann ich euch zwei da auch noch mit zuzählen. Ihr bleibt erstmal so. Hier kommen diese zwei noch mit drauf. Machen wir hier nochmal und da nochmal. Ja, und dann würde ich erstmal behaupten, dass wir das so stehen lassen können. Oh, kann jetzt hier nochmal so ein bisschen. Dann fehlt uns das Holz. Ja, die produzieren ja noch. Da muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal was hinterher schieben. Ist so akzeptabel. Vor allen Dingen, wenn jetzt die Items produziert werden, haben wir immer 10.000 Leute vorrätig. Das heißt, wir kommen jetzt schneller voran. Machen wir mal so ein kleines Multitool. Der ist immer gut. 25% Produktivität, weniger Arbeitskräfte, weniger Wartungskosten. Können wir mal schnell nebenbei produzieren. Es dauert ja jetzt nur noch 10 Minuten. Das heißt, der ist morgen definitiv fertig, also beim nächsten Mal. So rum. Ich sag immer wieder morgen, ich weiß auch nicht warum. Engagement muss entsprechend entlohnt. Mir kommt es auch vor, als wenn ich jeden zweiten Tag Anno spiele. Es ist zwar nur eine Stunde, aber die ist immer wieder schön. Immer wieder neu. Und vor allen Dingen immer wieder nervig. Ja, naja, geht ja nicht anders. Füllt sich unser Sockel hier, unser Silo-Sockel wieder mit Getreide? Ja. So langsam, stets bemüht. Ja, es sieht doch jetzt so aus, als wenn es wieder vorankommt. Ja. Mehl, Getreide. Ja, komm, wir haben jetzt die Sache hier nochmal um gut 25% erhöht. Ja, das ist. Aber wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Es kommt zusätzlich nochmal Sekt rein. Den brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt, aber okay. Kam jetzt die Glühbirnen hier drüben an. Eine elegante Lösung. Die Glühbirnen, ja, ja, ist alles da. Alles da, alles da. Gut, dann können wir uns jetzt noch die letzten 10 Minuten hier voll und ganz drauf konzentrieren. Er ist nämlich gleich fertig. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Jo, den nehmen wir auch mit. Und den Spezialschiffen habe ich auch, glaube ich, noch nie alle gebaut. Ich glaube, so 1, 2 habe ich mal gebaut. Ich glaube, das Piratenlinienschiff, das hatte ich mal gebaut. Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit der Kohle, siehst? Da war ich mir noch nicht ganz einig, ob das alles so ankam, wie es jetzt sollte. Wir haben ja jetzt da zusätzliche Schiffe auf der Linie. Ja, es sieht so aus, als wenn wir da vorankommen. Wenn wir beide erst soweit sind. Ja, Kohle, Eisen. Mittlerweile fahren 3 Schiffe. Schiff vom Stapel gelaufen. Ich würde so gerne da hinten. Schiff unter Beschuss. Wir können uns das jetzt eigentlich leisten. Schlachtkreuzer bereit. Tut mir leid, mein Freund, du hast hier nichts verloren. Schiff vom Stapel gelaufen. Bereit zum Einsatz.
Ja, ist halt so, ne? Du hast hier... Wer hier vorbeikommt, hat ein schweres Leben. Ja, wir können uns das leisten. Also, glaube ich zumindest, dass ich es mir leisten kann. Gut so. Lass den Zorn deine sterbliche Hülle verzehren. Sollte auch dicker reichen. Also, das ist schon wieder viel zu viel. So, jetzt kommt es hier drauf an. Hier könnte man sogar noch ein Haus hinstellen. Oder eine Feuerwehr sogar. Hier reicht's nicht. Das ist Schiff so unter okay. Beschuss. Setzen wir den noch einen weiter runter. Dann können wir hier noch eine Straße drumherum ziehen. Ja, komm, machen wir die auf Stein. Falsche geklickt, ich depp. Ah, hier schon wieder. Jetzt lass ich mal alle zufrieden hier. Na gut, die Frage ist nur, wo stellen wir jetzt die Kanonentürme hin? Hier nur als Safe Zone, ja, ne? Die sollen dann nur verteidigen, die zwei, dann kommen die jetzt hier weg. Na, ich hätte die schon ganz gerne hier oben. Zu stehen. Also einen kann ich ja hier hinsetzen. Das ist schon mal gut. Einer kommt definitiv... Ich weiß noch nicht wohin, aber er sollte auf jeden Fall da irgendwo stehen, weil jetzt werden wir hier den Hafen noch fix ausbauen. Das muss einfach sein. Weil ohne diesen Hafen haben wir Riesenprobleme. Noch gucken, wie ich es hier am besten hingestellt bekomme. Geht der mit da? Ja, wir gehen alle schön gerade bis da ran. Das ist okay. Schieben wir den. Ich könnte hier auch eine Hobbitze mit unterbringen wieder. Die ist zwar teuer, die hat aber richtig viel Holz vor der Hütte und Kohle im Keller. Ne? Fachwissen zu sichern. Ah, die gefällt mir halt. Und dafür brauchen wir nochmal Steine. Gut. Dann werden wir jetzt hier nochmal eine ganze Ladung Steine abziehen. Die wir da rüber schicken. Nochmal Holz. Stahlträger, nochmal Fenster. Und dann ist aber auch gut. Zum Horizont. Okay. Dein erstes verflixtes da haben wir unser Luftschiff. Wirklich beginnen. Falls du es nicht aus dem alten Arsch... Setzen Sie die Suche fort, wo wir sie abgebrochen haben. Flugroute ist eingezeichnet. Werden Sie nicht zu einem. Einer der Inuit bietet an. Ja, ja. Wir fliegen erstmal hier hin. Dann machen wir beim nächsten Mal genau hier dann weiter. Weil jetzt lohnt es nicht mehr. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Macht keinen Sinn. Bring jetzt hier noch die Steinchen rüber. Von denen wir anscheinend nie genug haben. Könnten jetzt noch... Ja, das ist alles... Das ist erstmal alles gut so. Ja, Fische haben wir genug. Und also nur noch den Hafen ausbauen. Und der muss leider nach außen weichen. Der muss leider noch weiter nach außen weichen. Frage ist, wenn wir eine Hobbitze hinstellen würden, wo würde die hinkommen? Würde die dann hier noch passen? Das ist die Frage. Die Frage, die uns alle interessiert. So, erstmal das so. Mit einer Direktverbindung. Wie ist es jetzt mit der Hobbitze? Ist attraktiver geworden. Wir brauchen einen mehr. Da hinten würde sie passen. Da will ich sie aber nicht. Ich könnte ihn noch einen... Naja. Ich kann auch einen Ölvorrat-Tanker hier bauen, aber ich weiß nicht erstens, wo der gerade ist. In der Ölabteilung. Sonst. Könnte ich ihm hier so ein Öldings hinbauen? Leider auch einen zu wenig. Kriege ich ihn? Ja, kriege ich ihn nicht. Das ist das Problem. Ich kriege ihn nicht. Kann ich noch einen weiter nach links? Nein, kriege ich ihn nicht. Haubitze kriege ich auch nicht. Egal, wie ich es jetzt anstelle.
Das ist jetzt gerade alles irgendwie ein bisschen von mir aus freigegeben. Ärgerlich. Wenn wir die Haubitze hier hinkriegen möchten. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Ich wollte es unbedingt mal wieder tun. Es tut mir leid. Es wird mir gleich auf die Füße fallen. Vor allen Dingen, weil ich jetzt noch nicht weiß, ob ich jetzt hier die Haubitze noch mit hinsetze oder nicht. Ich sag nein, das lohnt einfach nicht. Es lohnt einfach nicht. So viele Schiffe kommen dann doch nicht, dass wir das hier so ausreizen können. Hier machen wir noch einmal so. Und dann ist gut. Ja, wir haben 35 Einfluss. Die würde ich jetzt auch ganz gerne erstmal behalten. Ich kann mir hier ja noch diese zwei holen da. Hier könnten wir noch vier draus machen, wenn wir unbedingt wollen. Ja, aber will ich nicht. Beim nächsten Mal machen wir die Quest, deswegen ich baue jetzt erstmal keine Handelskammer mehr. Wir schicken den hier rüber. Und dann sind wir fertig für heute. Das muss reichen. Hier ist unser neues Ziel. Beim nächsten Mal machen wir dann die Mission. Gucken mal, wie wir hier am besten vorankommen bei unserem kleinen Städtchen. Wo gerade schon wieder alle am Erfrieren sind. Naja, wir kriegen das schon hin.